Hallo, hallo und vielen Dank für den Zuspruch und das Feedback für mein Video von gestern. Es freut mich natürlich absolut großartig, dass euch das so viel gebracht hat. Und ich will mich jetzt gerade auch auf jeden Fall mal auf ein Feedback beziehen, das zu diesem Video von gestern da war. Und zwar hat jemand kommentiert, wie das denn ist, wenn es scheinbar eine ausweglose Situation gibt im Zusammenhang mit einer bestimmten Person und ob es dann erlaubt ist, diese Situation zu verändern. In diesem Zusammenhang sage ich, es ist nicht nur erlaubt, sondern es ist gewünscht, wirklich jede Situation zu transformieren aus dem Blickwinkel der göttlichen Perfektion, aus dem Blickwinkel, wie es denn wäre, wenn alles perfekt wäre, wenn die Situation perfekt wäre. Neville Goddard springt ganz klar von Living in the End. Und wenn du davon ausgehst, dass du in einer auswegslosen Situation bist, dann ist die Situation auswegslos. So einfach ist es. Deine Entscheidung kreiert. Deine Wahrnehmung kreiert. Wenn du also eine Situation einschätzt und sagst, diese Situation ist auswegslos, dann wird sie so lange auswegslos bleiben, bis du deine Einschätzung veränderst. Und deine Einschätzung veränderst du sehr schnell, indem du eben ganz klar weißt, dass du der Gott deiner Realität bist, dass du der Schöpfer deiner Realität bist, dass du durch deine Sichtweise, durch deine Annahmen, durch deine Überzeugungen, durch deine Interpretationen alles kreierst und somit auch jede Situation. Und wenn du von diesem Ausgangspunkt heraus eben eine neue Entscheidung triffst, die sagt, keine Situation ist ausweglos, sondern jede Situation ist eine Reflexion meines Zustandes, meiner Annahmen, meiner Überzeugungen. Und aus diesem Grund wird sich jede Situation anhand meiner Annahmen und Überzeugungen auch wieder verändern, sobald ich meine Annahmen und meine Überzeugungen verändere. Also die erste Veränderung, die es gilt für dich zu tun, ist zu wissen, wer du bist, wie du wirkst und dass deine Gedanken kreieren und dass deine Annahme und dass deine Überzeugungen kreieren. Also fängst du an und sagst, keine Situation ist auswegslos. Jede Situation ist eine Reflexion meiner Überzeugungen. Hallo! Ja, schön, dass du da bist. Also jede Reflexion, egal, jede Situation ist eine Reflexion deiner Überzeugungen. Und eine Situation kann von dir über Jahre, Jahrzehnte hinweg als aussichtslos oder unveränderbar wahrgenommen werden. Und in dem Moment, wo du sagst, nein, jetzt habe ich es verstanden, jetzt habe ich verstanden, dass meine Annahmen, dass meine Überzeugung, meine Sichtweise diese Situation als auswegslos eingestuft und dementsprechend reflektiert hat. Und jetzt verändere ich das. Jede Situation ist eine Reflexion meiner Wahrnehmung. Also, was will ich jetzt wahrnehmen? Wie will ich die Situation wahrnehmen? Wie will ich die Menschen in dieser Situation wahrnehmen? Du fängst an, einen klaren Rahmen zu bilden. Du bildest aus deiner Energie heraus, aus deiner Aufmerksamkeit, aus deinen Gedanken, aus deiner Vorstellung, wobei die Vorstellung nicht nur deine Bilder sind. Deine Vorstellung ist das, was du glaubst. Was stellst du dir eigentlich vor? Ja, kennst du das, oder? Diese Frage, was stellst du dir eigentlich vor? Ja, das ist die Frage, was stellst du dir eigentlich vor?
Und klar stellst du dir eigentlich vor, dass alles auf dich reagiert, dass alles dich liebt, dass alles dich unterstützt, dass alles für dich ist und dass alles mit dir sein möchte. Und ein ganz wichtiger Punkt ist eben dieses Selbstkonzept, dass du weißt, wer du wirklich bist, dass du weißt, wie du wirklich wirkst. Und aufbauen auf diesem Selbstkonzept kannst du alles in der Art und Weise kreieren, manifestieren, wie du es möchtest. Aber solange dein Selbstkonzept zum Beispiel Überzeugung beinhaltet und wie es gibt Menschen, die wollen nichts mehr mit mir zu tun haben, ja, das, viele werden ghosted und kriegen keine Antworten oder werden von Menschen ausgegliedert oder ausgegrenzt. Das ist nur, weil dein Selbstkonzept auf Basis, wenn du mein gestriges Video anschaust, von deiner Hypnose, von deiner jugendlichen Hypnose, so verankert ist, dass es halt dir diese Einschränkungen gibt und dir diese Labels gibt und dir diese Überzeugungen gibt. Und da musst du anfangen, diese Überzeugungen zu verändern. Und dazu geht es nicht, dass du dich im Außen reflektierst. Dazu geht es nicht, dass du dich in deiner Vergangenheit reflektierst. Dazu musst du dich jetzt neu erfinden. Und zwar nicht erfinden irgendwoher, sondern dich so erfinden, wie du wirklich gedacht bist. Wie du als göttliches, perfektes Wesen in vollkommener Liebe gedacht bist. Und dass du dir erlaubst, genau diese Idee von dir selbst zu verkörpern. Und dann gibt es keine aussichtslosen Situationen mehr, sondern dann weißt du, wow, okay, das ist meine Reflexion, das ist die Reflexion meiner Überzeugungen, das ist die Reflexion meiner Annahmen. Also verändere ich die, also switche ich die. Erstens mal, keine Situation ist aussichtslos. Ich kann jede Situation umkreieren. Ich kann jede Situation anders wahrnehmen, ich kann jede Situation anders einschätzen. Und da beginnt die wahre Arbeit. Was will ich denn haben aus dieser Situation? Und so lange im Endresultat, in der Endsituation, die du haben möchtest, leben, bis die Realität es dir spiegelt. Das ist der Zauber. Das ist der Zauber. Und der Zauber beginnt bei dir, indem du klar weißt, wer du bist und wie du erschaffst, was wirklich zur Manifestation führt, was wirklich zur Schöpfung führt aus dir heraus. Und alle Limitierungen, die du dir noch auferlegt hast, alle Ängste, alle Einschränkungen, all das muss fallen. Und du musst da sein wie der göttliche Schöpfer. Und auf diese Art und Weise zu wirken und für einen göttlichen Schöpfer ist natürlich keine Situation in Stein gemeißelt, unabänderbar. Nein, alles ist eine Kreation, eine Reflexion und es zeigt mir, wo ich gerade stehe und erlaubt mir, von diesem Standpunkt aus einen neuen Standpunkt einzunehmen. Wunderbar. Alles ist möglich. Alles. Und wenn alles alles ist, dann ist alles alles. Und wir sind alles. Und diesen Prozess der Schöpfung zu begreifen und nachher auch umzusetzen und zu leben in jeder Lebenssituation, in jedem Lebensmoment, das ist das, wofür wir hier sind, wirklich zu lernen. Ja? Wir sind nicht hier, um irgendwie zu lernen, Güter anzuhäufen oder Bankkonten zu füllen. Güteranhäufung und Bankkonten füllen, das ist eine logische Konsequenz, wenn du es denn erlaubst und wenn du das dann schöpfen möchtest und keine Vorurteile mehr dagegen hast. Aber im ersten Schritt geht es darum, herauszufinden, wer du bist und wie du wirkst und was deine Instrumente sind und wie du sie gezielt und fokussierst einsetzt für die Dinge, die du wirklich haben möchtest, für die Situationen, die du haben möchtest, für die Beziehungen, die du haben möchtest, für den Lifestyle, den du haben möchtest, für dein komplettes Sein. Und da liegt deine Power. Und das ist eben Übung, das ist tatsächlich wirklich
ein kontinuierliches Training, wo du Altgelerntes veränderst, und zwar so, dass es funktioniert in die Richtung, in die du es gerne hättest, und zweitens, wo du Altgelerntes einfach zurücklässt. Das, was dir nicht mehr dienlich ist, brauchst du nicht zu verändern, sondern kannst es einfach zurücklassen und kannst neu anfangen. Und dir diese Erlaubnis des Neuanfangs zu geben, das erspart dir so viel Schweres. Weil manche Dinge sind einfach zu schwer, um sie zu verändern. Und man braucht sie gar nicht zu verändern. Man kann sie einfach da lassen, wo sie sind, und kann sagen, ich fange jetzt an einem neuen Punkt an, an einem neuen Standpunkt, an einer neuen Perspektive mit mir als neuer Mensch, als neuer Gott, wenn ich das mal so ausdrücken darf, als wahrer Gott. Und das hat nichts Überhebliches damit zu tun, dieses Gottbild, das wir mitbekommen haben, das können wir auch ablegen und sagen, Gott ist reines Bewusstsein. Reines Bewusstsein ist reine Wahrheit. Reine Wahrheit ist das, was wir wirklich sind, egal wie wir es nennen. Es ist einfach so. Wir können Namen geben unserem Sein. Das verändert aber unser Sein nicht. Der Name unseres Seins verändert unser Sein nicht. Unser Sein ist unabhängig von allem, was wir bewerten, von allem, was wir einschätzen, von allem, was wir jemals gelernt haben. Es ist einfach. Und weil es einfach ist, bin ich einfach. Und weil ich einfach bin, bin ich einfach perfekt, bin ich einfach perfekte Liebe. Und durch mich wirkt die perfekte liebende Intelligenz. Sie wirkt immer. Nur wenn ich die Wirkung abschotte und sie nicht erlaube, dann wird sie sich nicht im Außen zeigen. Und allein in diesem Beispiel, das ich gerade genannt habe, wenn einer oder eine jemand davon ausgeht, eine Situation ist unveränderbar, habe ich einen Schott gemacht, da ist es dicht, da kann die göttliche Intelligenz nicht wirken. Ich muss die Tür öffnen und alle Möglichkeiten zulassen. Und nicht nur die Möglichkeiten, die ich mir vorstellen kann, sondern alle. Und diese alle Möglichkeiten kann ich mir zulassen und erwarten, indem ich erwarte, dann lasse ich zu, und indem ich erlaube und indem ich mich öffne und sage, ich will dieses liebende Endprodukt, diese liebende Endsituation will ich haben. Aber ich bin bereit, alles zu akzeptieren, welchen Weg gegangen wird, welcher Weg, welche Dinge passieren können müssen. Da halte ich meine Fingerchen raus und gehe hier ins Vertrauen. Das ist der Glaube, der gemeint ist. Ich gehe hier ins Vertrauen und weiß über meine Kraft, das Fokus auf dem Ende, auf meinem Endzustand, auf meinem Endsein, auf meiner Endsituation. Und wenn ich da bleibe und mich nicht darüber aufrege, was zwischendrin passieren muss, weil ich an diese höhere Intelligenz glaube, die schon den besten Weg zu meinem Endprodukt weiß, dann kann ich mich entspannen, dann kann ich mich zurücklehnen, dann muss ich auch nicht mehr reagieren auf irgendwelche äußeren Umstände, die sich vielleicht so darstellen, wo ich sage, nee, also das will ich jetzt nicht, sondern ich bleib cool und ich rege mich nicht auf. Ich manage meine Energie, ich manage meinen Fokus, indem ich in meinem gewünschten Endsituation bleibe. Und je klarer ich da bin und je unabdinglicher ich da bleibe, desto schneller geht die Geschichte. Wenn wir in Zeit überhaupt denken können, weil alles ist ja gleichzeitig hier. Die Zeit ist ja ein Konstrukt, ein menschliches Konstrukt für unseren analytischen Verstand, der irgendwelche logischen Zeitabfolgen verstehen möchte. Aber
Das brauchen wir eigentlich gar nicht, weil wir wissen, dass alles jetzt ist. Alles, was wir haben, ist der gegenwärtige Moment. Alles andere sind Erinnerungen oder Projektionen. Aber der gegenwärtige Moment, der hier ist, das ist das, womit wir arbeiten können. Und diesen gegenwärtigen Moment immer wieder zu reproduzieren, aus dem Zustand, den wir endlich haben möchten, das ist unser Job. Aber wenn wir halt mehr und mehr reproduzieren aus dem, was wir mal gelernt haben oder aus dem, was wir mal befürchtet haben, dann machen wir unseren gegenwärtigen Moment immer wieder zu diesem gegenwärtigen Moment, den wir nicht haben möchten. Und wenn wir eine Situation einschätzen oder beurteilen und sagen, sie ist nicht veränderbar, dann machen wir den gegenwärtigen Moment zu einem Moment, in der die Situation unveränderbar ist. Und es fühlt sich ja scheiße an. Ja? Und das genau umzusetzen, das ist die Königsklasse, das ist das, was es zu üben gilt. Und ich sage nicht, dass ich in der Königsklasse bin, aber ich weiß die Regeln. Ich weiß, worum es geht. Ich weiß, wer ich bin. Ich vergesse es auch, wenn ich nicht dranbleibe. Ich weiß, dass ich dranbleiben muss. Ich weiß, woran ich mich erinnern muss, wenn ich schlafen gehe. Ich weiß, woran ich mich erinnern muss, wenn ich aufwache. Und ich weiß, woran ich dich erinnern darf. Und das mache ich natürlich in geballtem Ausmaß in meinem Mastermind, das jetzt halt leider nur für Frauen ist, die Frau, die alles hat. Und da kommst du in ein Trainingscamp. Wir haben jetzt im Moment haben wir sogar 2 Sessions in der Woche und wir haben es umgestellt. Keiner kann mehr einsteigen ohne einen privaten Mentor an seiner Seite von meinem wunderbaren Mentorinnenpool, die ihr Trainingscamp schon absolviert haben, aber natürlich selbst immer weiter trainieren. Ein Sportler, der in der Nationalmannschaft ist, kann auch nicht aufhören zu trainieren, sondern er ist immer im Training, immer im Training. Und genauso ist es im Leben. Und so geht es weiter. Und es gibt Leute, die haben sich das schon ein bisschen besser verinnerlicht. Und erlaube dir, dir jemanden zur Seite zu nehmen, der dich mit einem Schubs ein Trainingslevel höher schiebt, dir hilft. Und erlaube dir einfach Zeit zu sparen, weil nichtsdestotrotz, auch wenn Zeit nicht existiert, haben wir hier doch auf Erden die Wahrnehmung eines zeitlichen Prozesses. Und je schneller du dich geil fühlst und je schneller du dich als Meister deiner Kreation und deiner Schöpfung fühlst, desto lustiger wird's. Also warte nicht mehr. Komm in die Frau, die alles hat. Es ist so ein geiles Mastermind und es verändert super schnell. Und es ist echt erschwinglich mit 1:1 Mentoring. Also, ich hoffe, das Video hat dir geholfen. Ich hoffe, es hat dich inspiriert. Ich hoffe, du setzt um. Wisse, dass es das Einzige ist, was du zu tun hast, diese Arbeit, bevor du im Außen irgendetwas versuchst zu manipulieren, zu kontrollieren, irgendjemand anzurufen, zu überzeugen oder sonst irgendetwas. Hier drin muss es für dich wahr sein und dann hast du keinen Mangel mehr und dann hast du auch überhaupt kein Verlangen mehr, irgendjemanden zu überzeugen oder zu besprechen oder dazu zu bringen, anders zu reagieren, zu handeln oder zu sprechen, sondern du weißt, dass dein Job ein Inside-Job ist. Wenn dir das Video gefallen hat, wenn du noch Fragen hast, wenn du Inputs hast, bitte schreibe mir in die Kommentare. Wenn du auf YouTube zuschaust, gib mir einen Thumbs up, damit mehr Menschen von diesen Videos profitieren können. Und natürlich abonniere meinen Kanal mit dem Glockenzeichen, damit du benachrichtigt wirst, wenn es wieder einen Input gibt. Und es gibt viele Inputs. Ich habe so eine Liste schon von Themen, die ich mal ansprechen möchte. Und ich arbeite sie der Reihe nach ab. Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag und bis bald.